Operation Barbersturm. Anonymous ist eine Idee für eine wirkliche freie Welt, in der Regierungen und ihre Motive unvoreingenommen und transparent sind. Anonymous ist eine Idee, wo Menschen für sich selbst und für das Wohl der anderen arbeiten, individuell und kollektiv. Diejenigen, die sich mit Anonymous identifizieren, haben einen gemeinsamen Glauben, der Glaube an Freiheit der Meinungs- und Informationsfreiheit, in einer Welt frei von Unterdrückung und Korruption, in einer Welt des Fortschritts und des Friedens, in einer Welt regiert nur durch die Verfassung. Jeder, der will, kann bei uns mitmachen. Uns interessiert es nicht, ob du links oder rechts bist, ob du lange oder kurze Haare trägst, ob du Metal oder Hip-Hop hörst, ob du Student oder Arbeiter, Soldat oder Arbeitsloser bist. Uns interessiert nur eins: Willst du dem System die Zähne zeigen und nicht sang- und klanglos untergehen? Falls ja, schließ dich uns an. John F. Kennedy warnte am 24. Juli 1961 vor einer globalen Verschwörung, einer neuen Weltordnung, und zahlte dafür mit seinem Leben. Für Wahrheit und Aufklärung. Wir haben es mit einer monolithischen und ruchlosen weltweiten Verschwörung zu tun, die ihren Einfluss mit verdeckten Mitteln ausbreitet. Mit Infiltration statt Invasion, mit Umsturz statt Wahlen, mit Einschüchterung statt Selbstbestimmung, mit Guerillakämpfern Weihnachten statt Armeen am Tag. Es ist ein System, das mit gewaltigen menschlichen und materiellen Ressourcen eine komplexe und effiziente Maschinerie aufgebaut hat, die militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen verbindet. Ihre Pläne werden nicht veröffentlicht, sondern verborgen. Ihre Fehlschläge werden begraben, nicht publiziert. Andersdenkende werden nicht gelobt, sondern zum Schweigen gebracht. Keine Ausgabe wird in Frage gestellt. Kein Gerücht wird gedruckt. Kein Geheimnis wird enthüllt.